Willkommen zurück zu Deus Ex hier in Paris. Mit einer Tür, die leider verschlossen ist und die ich nicht mit dem Universalschlüsselschwert aufbekomme. Schade, aber es gibt ja bestimmt noch andere Möglichkeiten. Oh, wow. Ich könnte jetzt zum Beispiel mal Unsinn machen und... Moment. Okay. Hey, bei der Tempoerhöhung Stufe 4 hieß es, ich kann damit von Hochhäusern springen. Das würde ich nochmal probieren. Diesmal mache ich vorher die Tempoerhöhung an. Da hieß es, ich kann damit von Hochhäusern springen. Und wenn ich das kann, dann will ich das auch tun. Ach Mist. Ich möchte gerne dieses Produkt umtauschen. Das funktioniert nicht. Okay. Okay, gut. So, wie komme ich jetzt hier runter? Da ist nix. Da ist auch nix. What? Hat die Katze... Nee, da ist sie. Okay, der Katze geht's gut. Ah, hier ist ein Aufzug. Was ist denn da unten? Wow. Okay, da könnte ich mich jetzt durchschlängeln. Aber ich glaube, ich bin faul. Sex Tools. Really? Hier 4, 5, 3. Nee, das ist der Code von dem Schiff. Na gut, dann muss ich eben so runter. Warum hat es Schaden gemacht? Warum kriege ich da Schaden mit Tempoerhöhung? Oder klingt das nur so? Ah ne, das klingt nur so, okay. Schnaps brauche ich nicht. Oder den Whisky. Die Energie kann ich mir... Wow! So viel dazu. Die Energie kann ich mir sparen, ne? Ich dachte eigentlich... Katze! Ich dachte eigentlich, das könnte ich mir sparen. Dachte ich. Okay, da ich mich von oben nach unten arbeite, so insgesamt... möchte ich mich zunächst mal hier wieder ein Stück weiter oben umschauen, damit ich hier auf dem Weg nach unten, weil ich auf dem Weg nach unten hier nicht mehr vorbeikomme, möchte ich gerne hier alles vorher abgeklärt haben. How could I know? So, einmal benutzen. Da ist leider nichts drin. Eine Kiste. Aha. Moment, da kann ich doch hoch. What's wrong? I tried to stop him. I tried. Stop who? Barbara Monte Mimi. It was the contamination. And those four grizzles down there. 0001. Stupid, stupid, stupid password. That door should be locked. Contamination and mutants. Where? The sewers in the basement. I lost everybody. Except for Michelle. Sorry to hear that. Somebody should kill those ugly, those stinking, vicious... Oh, no, 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 it's too dangerous. We've got to keep that door closed. Was auch immer diese Dame da gerade erzählt hat. 0001 ist ein schlechtes Passwort. Horrible, horrible. Sie redet Französisch mit französischem Akzent. Andererseits sollte man das natürlich auch erwarten in Paris, denn wir sind hier ja gerade in Paris. Nicht wahr? Ja, Paris. Ich versuche nach Everett oder so, ne? Ja, eine Biozelle! Sehr cool, das hat sich gelohnt. Ich dachte eigentlich, ich würde da außenrum irgendwie hochkommen. Aber das ist wohl Unsinn, ne? Hm? Professor, schrie er, das ist inakzeptabel. Haben Sie Angst vor diesem Mann? Warum? Weil ich ihn fürchte. Und kein Mann sollte etwas im Universum lassen, das er fürchtet. Aha. Oh, grob überflogen. Brauche ich nicht. Brauche ich. Brauche ich. Tatsache. Ich hätte hier nicht anders herkommen können, als... diesen kaputten Deckenbalken. Forgive me.
redet sie Englisch hier in Paris? Vielleicht, weil sie denkt, dass ich Amerikaner bin oder Engländer. Das könnte natürlich sein. Ha, da habe ich den Fahrstuhl geholt mit dem Schalter vorhin. Genau so habe ich mir das gedacht. Genau das hatte ich damit vor. Aber ich möchte gerne hier erforschen. Zumal ich eh nicht glaube, dass ich den Fahrstuhl benutzen kann ohne den korrekten Code. Schutzanzug. Feuerlöscher? Okay, da komme ich nicht rein. Aber da stand gerade radioaktiv auf den Kisten. Wahrscheinlich brauche ich dafür dann den... ich verstehe. Die Krankheit, von der sie redet, ist nicht der graue Tod, sondern vermutlich die Strahlenkrankheit. Verdammt, da ist eine Kiste, die will ich. Und die Strahlenkrankheit hat sie dadurch wahrscheinlich gekriegt, dass irgendjemand aufgrund des viel zu schwachen Passworts, nämlich 0001, das Tor da unten geöffnet hat. Und damit ist dann die radioaktive Suppe oder das radioaktive Gas oder was auch immer da rausgekommen. Und hat wohl unter anderem sie dann verstrahlt. Aha, das ging schon mal schadenfrei. Ein Schutzanzug. Na gut, dann will ich das mal versuchen, effizient zu machen. Erstens, oh wow, geiler Scheiß. Oh yeah. Brauche ich das aber wirklich so hoch? Brauche ich es wirklich so hoch? Ich glaube eher nicht. Ich würde es nämlich spontan mal sagen, ich gehe hier auf Umwelteinflüsse. Dann halten diese Teile nämlich länger. Das haue ich gleich zweimal hoch. Und dann kann ich mir nämlich erlauben, ganz gemütlich den hier schon mal anzulegen. Und den anderen... Ach, verdammt. Okay, das kann ich nicht. Schade. Ich sehe jetzt aber gerade nicht, was ich... Warum habe ich den Schlagstock dabei? Warum habe ich den Schlagstock dabei? Ich will den Schutzanzug. Genau. So. Und jetzt habe ich nämlich 1,5 oder so Schutzanzüge. Ja, Radioaktivität. Habe ich doch befürchtet. Ja, das ist nicht gut. Und die Tool nehme ich. Den Medikit nehme ich auch. Genau, einfach zu den Kisten hingehen, die da so strahlen. Ist es sonst noch irgendwas? Ich sehe gerade nichts. Oh verdammt, ich bin gleich tot. Wow! Aber das macht nichts. Ich kann mich ja hier wieder heilen. Der lädt bis zu 75 Punkte. Wunderbar. Hat auch gut geklappt. Finde ich ja sehr nett von dem Spiel, dass man hier so einen Bot zur Verfügung bekommt. Zur Verfügung gestellt bekommt. Icarus hat vollen Zugriff auf meine Systeme. Das gefällt mir irgendwie nicht. Was mache ich denn eigentlich hier in der Kanalisation? In den Katakomben mit der Silhouette. Die 4 Griesel in der Kanalisation töten. Okay, dann könnte ich der Frau natürlich Bescheid sagen und Erfahrung abstauben. Das ist kein Griesel, das ist eine Ratte. Da ist ein Griesel. Da ist noch ein Griesel. Wow, was? Oh.
das waren jetzt... Wo kriege ich gerade Schaden? Ach, von dem Gift, ne? Nee. Ich wollte... Genau, den da ausmachen. So, jetzt. Ich habe 3, glaube ich, erwischt, oder? Ich gucke nochmal nach. Bevor ich jetzt hier ewig rumrenne und nur einen übersehen habe. 1. 2. 3. Da fehlt also noch einer. Da ist er. Ja. Bleib da! Da bin ich gerade über ihn drüber geglitten. Oh nein. Oh nein. Ah, so. Das Licht brauche ich jetzt auch nicht mehr. Okay. Da, verdammt, jetzt muss ich da wieder durch. Naja, aber ich kann mich ja hier wieder neu aufladen. Von daher, was soll's. So, das ist doch kein Problem. Ich kann mich hier regenerieren, wenn ich durchlaufe. Und wenn ich danach wieder zurückgelaufen bin, kann ich ja meine Bioenergiereserven einfach wieder bei dem Bot auffüllen. Aber ich kriege dafür ein bisschen Erfahrung, nehme ich an, hoffe ich. Oder vielleicht ein bisschen Geld näher, wobei Geld wird sie nicht haben als Obdachlose. Aber Erfahrung würde ich bestimmt kriegen, oder? I took care of the Greasels. Oh? Nothing can bring back their victims, but rest assured, the threat is... Hurrah, my kitties! Now they can go out to play and not get eaten! And can you believe the guys with the rocket tubes were afraid? Rockets? Oh yes, the soldiers that use building number 14, you know, across from the catacombs, the old entrance. Afraid of greasers. Bravery is not a function of firepower. Cooler Spruch. Bravery is not a function of firepower. Finde ich gut. Gefällt mir. Okay, also die wollte ich gerade noch sagen, bevor ich sie angesprochen habe, aber dann hatte ich irgendwie keine Zeit mehr, weil ich sie doch zu schnell angesprochen hatte. Natürlich, eventuell hatte ich natürlich auch gehofft, Informationen von ihr zu bekommen. Geld natürlich nicht, klar. So als Obdachlose hat sie natürlich nichts. Aber... Aha! Moment. Da bin ich jetzt mal neugierig. Aber Informationen kann sie natürlich haben, weil sie ja hier ist und sich immer umguckt und alles mitkriegt. Im Gegensatz zu mir. Da brauche ich das doch noch, ne? Na? Jetzt geh da rein! Geh doch da rein! Okay, das funktioniert nicht. Da lade ich eben nochmal. Das bringt mir also nichts, da reinzugehen. Na, aber hier bin ich halt immerhin wieder voll. Hab 200 Fertigkeitspunkte gekriegt. Und weiß immerhin, ich muss ins Haus Nummer 14. Die Typen mit den Waffen. Naja, da ich hier die bewaffnete, den bewaffneten Widerstand durch die Silhouette suchen soll, nehme ich mal an, dass das die Leute in der Nummer 14 sind. Aha! Das habe ich doch richtig gesehen, ne? Im Augenwinkel. Dass da was war. Das sind mehrere so kleine Löcher in der Wand. Hier muss man echt die Augen offen halten in dem Spiel. Und da ist noch einer. Da nicht. Ach so, ich bin gar nicht in den Katakomben. Ich bin natürlich in der Kanalisation. Ich möchte trotzdem mal richtig speichern, weil ich gerade einen Bot höre.
Brauche ich den? Ich benutze ihn einfach mal. Da ist ein Gegner. Das Problem ist jetzt halt nur, ich habe keine lautlosen Waffen. Dumm-di-dumm. Verdammt, der sieht mich ja. Nein, dann sehen mich alle. Wie gut, dass ich ein Tarnfeld habe. Da komme ich nicht rein. Wow, da sind sie ja. Aber ich habe Schrot. Und Regeneration. Na, kommt her. Verdammt! Wie er reinhaut! Nein! Wo bist du? Halleluja, haut der rein! Wo ist er denn jetzt? Da. Sie finden nichts. Noch nicht mal eine Biozelle. Ah, ich kann jetzt zurückgehen zu dem Bot. Wenn's hart auf hart kommt. Da ist noch so ein Typ. Boah, wenn ich mir angucke, wie viel das gerade gekostet hat, bin ich gerade versucht, den einfach im Nahkampf zu erledigen. Das Schwert macht nämlich sehr gut Schaden. Habe ich schon erwähnt, dass das Schwert sehr gut Schaden macht? Ist das Kunst? Oder kann das weg? Das Schwert ist... Ja, Moment, da ist noch einer. Verdammt, da ist noch einer. Wie kriege ich den? Wie kriege ich den? Er könnte was dabei haben. Also nicht der Raketenwerfer. Ich habe ja gerade eben schon den Schlüssel gekriegt. Nämlich den Eingang der Katakomben. Den Schlüssel für den Eingang zu den Katakomben. Das könnte da unten sein. Bevor ich jetzt doch nochmal zurückgehe, um mich aufzuladen. Ach nee, hier sind die Katakomben. Da ist die Tür. Ich höre gerade noch einen Gegner irgendwo. Hinter der Mauer vielleicht? Das könnte natürlich sein. Ich weiß es nicht. Ah, da kann ich doch bestimmt rein, oder? Das sieht gut aus. Und was es da drin gibt, das erfahren wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.